Das mit dem Wildpark habe ich auch gelesen. Nervig mit dem Stress. Redrick, was meinst du mit dem Wildpark? Ach ja, lustig zu wissen, Digga. Woher weiß Solmecke das, Digga? Landgerichts Hamburg verbietet Streamer Montana Black, einen gewissen Livestream noch öffentlich vorzuhalten. So sieht der Beschluss des Landgerichts Hamburg aus, der ganz aktuell jetzt uns in die Finger gekommen ist. Wir sagen euch, was genau da Monte verboten worden ist, ob er zukünftig. Ich habe da nie öffentlich drüber geredet, Lul. Ja, wen das interessiert, kann sich das ganze Video reinziehen. Ich kann euch da nur kurz was zu sagen. Kurz. Stand bei Focus Online. Ja, wir haben das nie öffentlich gemacht. Keine Ahnung, warum das jetzt in der Öffentlichkeit ist. Ja, ihr müsst euch vorstellen, kurze Zeit nachdem ich im Wildpark Schwarze Berge einen IRA-Stream gemacht habe, wie ihr mitbekommen habt, kam auf jeden Fall vom Anwalt ein Schreiben rein, von einem gegnerischen Anwalt oder halt von einem Anwalt, der nicht meiner ist. Von einer Frau, die dort im Stream zu sehen war, kurz, mit ihrem Kind. Ja, und dann haben wir da uns das, dem Thema, sind wir dem Thema angegangen. Meine erste Reaktion war, dass ich gesagt habe, dass ich das VOD, also meine Stream-Wiederholung, nicht offline nehmen werde, da wir in diesem Livestream in keinster Art und Weise irgendwelche Leute in den Vordergrund gestellt haben, die dort im Park zu sehen waren. Da gibt es ja eigentlich auch Gesetze für. Sprich, wenn Menschen im Hintergrund kurz zu sehen sind, ist das ein, wie nennt man das nochmal, Beiwerk? Sprich, wenn ich jetzt eine Straßenumfrage in der Stadt mache und im Hintergrund läuft jemand vorbei, dann muss ich den, glaube ich, also dann muss ich den nicht zensieren, weil er in dem Fall nur Beiwerk ist. Wenn ich explizit ihm ins Gesicht filme oder so, ohne seine Erlaubnis, dann muss ich das zensieren. Ja, und auf einmal habe ich da eine Art Anzeige oder was das dann war, habe ich dann über den Anwalt zugestellt bekommen. Und meine erste Reaktion war halt dazu, dass ich den VOD, die Streaming-Wiederholung, nicht offline nehmen werde. Habe es mir dann nochmal angeguckt. Und es ging der Dame wohl explizit darum, dass wohl ihr kleines Kind da zu sehen ist im Hintergrund. Dementsprechend habe ich es mir dann nochmal explizit angeguckt, weil ich natürlich nicht möchte, dass irgendjemand dort zu sehen ist, der nicht zu sehen sein möchte, auch wenn er nur Beiwerk ist. Ich habe es mir angeguckt. Seid mir nicht sauer. Und wahrscheinlich werden mir meine Geschäftspartner wieder auf die Finger kloppen, wenn ich das jetzt hier alles erzähle. So, ist mir aber egal. Ich habe es mir nochmal angeguckt. Und die Situation war wie folgt. Wir sind an dieser Person mit ihrem Kind vorbeigegangen, mit der Kamera. Und ihr wisst alle ganz genau, wie auffällig das Equipment bzw. die Ausrüstung auch von dem Adam ist. Also für jeden ist es offensichtlich, wenn man da vorbeigeht, dass wir da gerade etwas aufnehmen. Wofür, weiß man natürlich nicht. Für jeden ist es natürlich aber offensichtlich, dass man auch gerade am Drehen ist, am Film ist. Wir sind da vorbeigegangen, da hat man die Person einmal für eine Sekunde gesehen und dann hat sich der Kameramann einmal so geschwenkt mit der Kamera und dann hat man die Person mit ihrem Kind auch nochmal für eine Sekunde gesehen. Also ganz klassisch ein klassisches Beiwerk. Wir haben weder die Person explizit gefilmt, noch irgendwie raufgezoomt oder sonstiges. Wir haben da halt eine Dokumentation im Grunde vom Wildpark Schwarze Berge gemacht. Für jeden war es offensichtlich. Wir hatten ja auch die Erlaubnis von dem Park dort zu filmen. Dann habe ich zu meinen Geschäftspartnern gesagt, ey, okay, ich kann verstehen, wenn sie das vielleicht in irgendeiner Art und Weise nicht in Ordnung fand oder vielleicht mit der Situation etwas überfordert war. Lass uns das doch einfach so machen, als Geste, so als Entschuldigung mäßig. Wir wissen, und das ist halt der Grund, warum ich auch den VOD dann nicht offline nehmen wollte, wir wissen, den VOD im Nachhinein guckt sich gefühlt niemand an. Wenn das Live-Video am Start ist, wenn ich live gehe, dann sehen die Leute das, den VOD. Da habe ich als Entschuldigung mäßig dann gesagt, junge Dame, war ein Angebot von uns, als Zeichen der Entschuldigung, wir wollten für kein unwohles Gefühl ähnliches, habe ich ihr angeboten, dass ich ihr und ihrem Kind eine Freikarte beziehungsweise eine Jahreskarte oder eine Zweijahreskarte für den Wildpark Schwarze Berge organisieren. So als Zeichen der Anerkennung, als Zeichen der Menschlichkeit. Dann kann sie 1 oder 2 Jahre lang für umsonst in den Wildpark Schwarze Berge mit ihrem Kind gehen. Ihr wisst ja selber, ja, in der heutigen Zeit so ein Ausflug und alles mit Essen drum und dran, da bist du mal schnell auch bei 100 Euro weg oder so oder bei 70 Euro, whatever. Das war auch so, weißt du, so die Geste. Ja, und was war dann? Was war dann? Dann kam direkt die Antwort, nein, nein, das ist jetzt schon zu unserem Anwalt gegangen, irgendwie. Ich glaube, erst hat sie uns so kontaktiert, dann hat sie es an den Anwalt weitergeleitet. Und dann, nicht böse gemeint, dann war für mich so, okay, anscheinend will sie die schnelle Mark schnüffeln oder sowas. Also, weißt du? Und für mich, ich sage euch auch ehrlich, ich werde mit diesem Fall auch bis zum höchsten Gericht gehen. Mich hat das ehrlicherweise schon ein bisschen aufgeregt, dass ich jetzt eine einstweilige Verfügung von irgendeinem Richter bekommen habe, dass ich diesen VOD offline zu nehmen habe. Also, ich musste den VOD
und die jetzt offline nehmen, weil ein Richter entschieden hat, dass das zu tun ist, erstmal in erster Instanz. Und ich mit einem Richter, also mit einer einstweiligen Verfügung, muss ich diesen Video offline nehmen. Aber ich werde bis zum Schluss auch keine Kosten und Mühen scheuen, bis zum obersten Instanz in Anführungszeichen zu gehen, weil wo kommen wir denn da noch hin, Digga? Das ist ja in einer Art und Weise auch mein Beruf. Und sowohl ich als jemand, der einer der Größten ist in diesem Bereich, aber auch als viele kleine Streamer, es gibt ein Gesetz, dass man in öffentlichen Bereichen filmen darf und Leute auch nicht im Hintergrund zensieren muss, wenn sie ein Beiwerk sind. Das ist ja ganz offensichtlich. Und diese Dame war ein Beiwerk im Hintergrund. Ich habe sie weder interviewt noch gefilmt, ohne ihre Erlaubnis im Sinne von reingezoomt. Und ich sehe es nicht ein, diesen VOD beziehungsweise in irgendeiner Art und Weise mich zensieren zu lassen. Weil wenn ich jetzt klein beigebe, dann darf gefühlt niemand mehr in irgendeiner Art und Weise ein IRL-Stream machen. Dann darf Adam nicht mehr von irgendwelchen Messen streamen, dann dürfte ich nicht mehr vom Dom streamen, dann sind diese ganzen IRL-Aktivitäten, theoretisch gesehen, in Deutschland alle verboten. Alle verboten. Weil sobald du mit deiner Kamera draußen bist, an öffentlichen Plätzen, ist es ja einfach schier unmöglich, an öffentlichen Plätzen, dass Menschen nicht irgendwo in irgendeiner Art und Weise im Hintergrund mal zu sehen sind. Und das ist ja auch okay. Dafür gibt es ja eigentlich den Begriff, dass diese Menschen Beiwerk sind und das legal ist. Also im Sinne von, ne, ich darf das. Das ist halt leider einfach etwas, Chat, was ihr dann, ich habe es nie öffentlich gemacht. Ich rede da jetzt drüber, weil hier, ne, Kollege Solmecke da ganzes Video drüber gemacht hat. Da kann ich da jetzt auch was zu sagen. Ich habe es nicht öffentlich gemacht, weil es für mich so einfach, ich will da so wenig wie möglich Lebenszeit reinstecken, weil es einfach so verschwendete Lebenszeit ist. Ich muss wieder meinen Anwalt bezahlen, ich muss wieder Gespräche mit meinen Geschäftsführern führen und das nicht nur einmal, sondern mehrfach mit einem Thema, was eigentlich relativ offensichtlich ist. Und ich möchte mal behaupten, okay, ich möchte mal behaupten, das ist auch kein Angriff an diese Dame, an die Mutter mit ihrem Kind. Ich würde mal behaupten, wenn das ein Streamer gewesen wäre, der irgendwie bei Instagram oder Twitch 100.000 Follower gehabt hätte, dann glaube ich, wäre da nicht die Anzeige reingekommen. Vielleicht schnüffelt man da die schnelle Mark. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich habe die Hand gereicht und habe ein Jahresticket oder ein Zweijahresticket, ich weiß nicht mehr, angeboten als ne, zwischenmenschliche Geste. Das wurde abgelehnt. Finde ich sehr schade. Weil ihr alle da draußen auch, die IRL-Streams liebt, ihr liebt das ja alle. Sowohl von mir, von Knossi, von Adam, von allen Leuten, die draußen IRL-Streams waren. Ihr liebt das. Und die Gesetzeslage ist eine klare Sache. Beiwerk ist erlaubt. Ich lasse mich jetzt hier nicht klein beikriegen, nur weil mir irgendeine Frau da Stress im Internet macht, Digga. Was sagen deine Anwälte dazu? Naja, mein Anwalt sagt dazu, das ist eine 50-50-Chance, dass man das gewinnt. Und ich habe ehrlicherweise ihm geklugscheißert und habe gesagt, ich sehe das nicht so, als wenn es eine 50-50-Chance ist. Ich sehe das, also aus meiner Wahrnehmung muss das so ein 100%-Ding, ich krieg Recht vor Gericht-Ding sein. Weil, wie gesagt, könnt ihr euch einfach mal im Internet durchlesen, Beiwerk und sowas. Ne? Aber wir leben in Deutschland, Chat. Wir leben in Deutschland. Und ihr wisst auch leider, in meiner Größe möchte man auch gerne mal ein Exempel statuieren. Okay, wir leben in Deutschland, wo viele Dinge aus komischen Gründen passieren. Ist auch, Bruder, lass jetzt nicht darüber so reden. Ich für meinen, ihr habt das ja alles mitbekommen, viele von euch wissen ja auch, wie das ist mit den Streams und so. Digi, ich habe einen IRL-Stream gemacht und jemand war im Hintergrund für eine Sekunde zu sehen. Wenn ich dafür jetzt meinen Content löschen muss und dafür vor Gericht gehe und verurteilt werde und mir verboten wird, dass das online lässt, dann darf niemand mehr da draußen in irgendeiner Art und Weise IRL-Streams draußen machen. Rein theoretisch gesehen. Wisst ihr, was dann das Traurige ist? Sobald das wieder jemand macht, der kleiner ist von der Reichweite, der im Durchschnitt nur ein paar tausend Zuschauer hat, dem wird nichts passieren. Und das ist Wettbewerbsverzerrung vom Allerfeinsten. Gleiches Recht für alle. Egal, ob ich 50.000 Zuschauer habe oder 5.000. Gesetze sind dafür da, dass sie bei jeder Person gleich angewendet werden, weil Mensch ist Mensch.